Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Devil Dynasty. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oder überhaupt, dass ihr da seid, ihr Lieben. Und ja, wie ihr seht, wir sind im Frühling angekommen. Es ist auch schon der zweite Frühlingstag, zweite Frühlingsmorgen. Den ersten Tag habe ich offscreen damit verbracht, ganz viel Fleisch hier und Fisch wegzugrillen. Also habe ich quasi den ganzen Tag und die ganze Nacht hier irgendwie nur am Grill gestanden. Einmal ganz kurz war ich in Denica was verkaufen von unseren Sachen, von unseren Taschen und ein paar Berries habe ich gepflückt, damit wir noch ein bisschen mehr Gold in der Tasche haben. Für unsere Steuer, die wir bezahlen müssen in Gostovia, ja, jetzt 1230, guck mal, 1230 Münzen müssen wir schon bezahlen. Das ist schon richtig, richtig viel. Ja, und dann steht natürlich ganz wichtig in dem Frühling jetzt an unsere Flachsaussaat. 25 Flachssaat, gut, haben wir ja noch, die hatte ich ja schon gekauft. Fehlen also noch 25, denn ich würde gerne gleich zwei Felder auch bestellen, wie beim Weizen. Kann ich den Stein mal bitte einsammeln? Und das heißt, es fehlen auch noch volle 50 Dünger wieder. Das heißt, wir werden nochmal richtig Münzen lassen tatsächlich. Wir brauchen also viel, 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 viel Geld. Mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Auf dem Weg werden wir versuchen, noch ein paar unreife Berries zu pflücken heute, wenn wir uns auf dem Weg nach Gostovia machen. Vorher seht ihr aber schon, bin ich gerade noch dabei, ein paar Steine einzusammeln. Uns fehlen nämlich noch ein paar. Ich würde nämlich gerne das nächste Haus für unser Dorf auf jeden Fall bauen, denn da soll es auch weitergehen. Das nächste Haus für unser Dorf soll kommen. Da würde ich dann gerne Lubat auch anwerben. Lubat hieß er, glaube ich, in Gostovia. Und ich glaube, seine Fähigkeiten waren gut, dass wir den dann bei uns in unserem noch nicht gebauten, aber auch geplanten für diese Folge zu bauen, Grabungsschuppen einsetzen, den wir dann doch da bei dem Lehmvorkommen und so aufbauen, damit wir mal irgendwie jemanden haben, der uns, ich glaube, da gab es auch schon Kalkstein, Kalkstein und zumindest normale Steine abbauen kann. Ich weiß gar nicht, ob der Ton jetzt irgendwie eine Funktion hat, aber den kann er natürlich auch ein bisschen abbauen. Ah, sehr schön, das war schon unser super Steinspot. Wir haben hier einen Spot, wo wir super viel Steine finden. Jetzt habe ich mir aber endlich gemerkt, wo er ist, nämlich genau hier unten an dem Ufer. Aber jetzt haben wir, glaube ich, einmal abgegrast hier alles. Und da über bei den Kiefern halt. So. Oh, hier liegt noch einer. Da liegt noch einer. Sehr schön. Und liebe Leute, guck mal hier unten. Es sind ein paar Bäume nachgewachsen. Die hier sind zum Beispiel nachgewachsen. Hier und da. Die Ahornbäume hier sind nachgewachsen. Und da oben die. Also es klappt, unsere Bäume hier wachsen auch nach. Sehr schön. Ich dachte schon, wir haben vielleicht wieder diesen Bug, ne? Da hatten wir ja in der ersten Staffel so mit zu kämpfen, dass uns einfach egal. Wir haben die Baumstämme stehen lassen. Wir haben die Baumstämme mal ausgegraben und diese jungen Bäume stehen lassen. Ist nichts passiert. Wir mussten ja dann irgendwann richtig, richtig weit laufen. Das war ja eine ewige Schlepperei für unseren Palisadenzaun. Sehr schön. Oh, wow. Hier ist wieder Versammlung. Aber wir haben noch keinen Dorfplatz. Da hätten wir einen Dorfplatz. Hui. Krasser Move. Okay, wir haben noch keinen Dorfplatz, noch kein Lagerfeuer draußen, sonst könnten wir da, würden die da mit Sicherheit schon gemütlich rumsitzen. So, die Steine packen wir erstmal hier rein, müssen das Gewicht loswerden. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Brennholz, Bretter 24, Leder schon wieder 33. Wir hatten doch erst 40 Leder verbraten, sogar mehr, ne? 40 Leder brauchen wir mal für 10 Taschen. Letztes habe ich auch schon gesagt, oh, wir haben 40 Leder, wir können schon fast 30, da war ich schon irgendwie so durcheinander. Aber wir brauchen natürlich immer 40 Leder für 10 Taschen. Aber ich hätte gerne 30 Taschen gebaut. Na gut. Rundholz. Nehmen wir doch einfach mal hier von unserem Zehnerstapel einen weg. Zack. Und das nächste Wohnhaus kann wieder so ein kleines hier sein, aber aus Stein diesmal. Gucken, wo wir das hinpacken in unserem Dorf hier. Weil ich möchte überlegen, dazwischen sollen vielleicht irgendwo auch noch Lagergebäude zumindest kommen. Also irgendwo hier oben soll zumindest noch mal ein Lebensmittellager hin. Und irgendwo hier soll zum Beispiel ein Lebensmittellager rein. Vielleicht kommst du einfach hier auf der Seite noch hin. Noch ein kleines Haus, aber diesmal aus Stein. Ja, wieso nicht? Komm mal her. Wir machen dich hier hin. Oder machen wir doch ein mittleres? Wir machen jetzt mal auch mal ein kleines nochmal. Wir werden später noch mehr von den großen Häusern haben. Hallo, ihr lieben Dorfbewohner. Ist noch nicht Arbeitszeit. Ist noch nicht 8 Uhr. Ihr könnt, habt noch Zeit. So, ein bisschen versetzt ruhig. Sehr schön. Gefällt mir gut. Kriegt auch ein Bretterdach. Bretterdach. Das wird schon ein etwas besseres Gebäude. Und hier gleich alles zu Stein machen. Du hier vorne wirst ein Steinfenster. Steinwand. Bretterdach. Hier ist auch wieder Steinwand. Hier hinten Wand. Wandgiebel auch. Nein. Steine. Hier vorne kann auch ruhig noch ein Fenster rein. Hier kann ruhig noch ein Steinfenster rein. Kostet ein bisschen weniger Baumaterial. Wohl kostet ein bisschen mehr Rundholz dann. So, du bist ein
Strohdach. Wieso? So, Bretter, Bretter, Steine, Steine, Bretterdach, Bretterdach. So, ach, wir haben noch vier Rundhölzer dabei. Dann hauen wir die doch gleich ins Dach rein. Ach ja, Leute, ich finde es so schön. Ich spiele so gemütlich und entspannt und dann wie unser Dorf jetzt hier wächst. Vor allem muss ich jetzt auch ein bisschen wieder wirklich der Reihe nach, letztes Mal schon gesagt, schön der Reihe nach. Wir können eben nur das schaffen, was wir schaffen in einer Folge. So, jetzt machen wir die 24 Bretter aufs Dach. Da sind sie auch weg. Haben unsere Holzfäller wieder was zu tun. Ne? Ja, träum noch vor dich hin. Noch, noch kannst du morgens ein bisschen vor dich hin träumen. Aber gleich muss es zur Arbeit gegangen werden, ihr Lieben. Ist hier noch eine Flechtwand? Tatsächlich. Kann das sein? So. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht eine zweite Jagdhütte doch noch bauen, weil bis die Jagdhütte Level 2 kommt, dauert eine ganze Weile. Vielleicht bauen wir uns eine zweite Jagdhütte und da packen wir dann, haben wir dann doch auch noch zwei Sammler. Dann kommen doch noch Berries und Pilze und so rein zu den passenden Jahreszeiten. Was natürlich eine super Sache ist. Wenn die einfach so, ne, noch zusätzlich dazu reinkommen. Können wir auch mal gut verkaufen. Wobei jetzt der Fisch schon eine super, super, super Sache ist. Der rohe Fisch ist schon so viel wert wie das gebratene Fleisch. Und gebraten ist ja gleich nochmal eine Münze mehr wert. Gleich 5 Münzen. Deswegen habe ich den auch durchgebrutzelt, so gut es geht. Wobei jetzt heute tagsüber natürlich auch schon wieder ein neuer reinkommt. Aber das ist ja auch ordentlich. So soll es ja auch sein. So, jetzt brauchen wir noch 2 Rundhölzer für die Giebel. Und 2 für die Tür. Also noch 4 Rundhölzer. Dann hoffe ich, dass die Steine reichen, weil es sind immer noch nicht gerade viele, ne? 60 Stück ist nicht wirklich viel. Ah, wir gucken, das wird schon reichen. Das muss reichen. Wenn nicht, sammeln wir noch ein paar. Ich habe doch gar keine Steine mitgenommen. Ich habe nur Rundhölzer mitgenommen jetzt erstmal. So, du noch. Und dann sind alle Rundhölzer fertig. Dann brauchen wir nur noch Steine. Na, wenn ich nicht wieder irgendwas übersehen habe. Ich denke nicht. Okay. Und was wir doch auch gleich brauchen, ist noch ein Bauhammer, sehe ich schon. Ein Rundholz, 10 Stöcke. So. 32 Leder haben wir doch echt. Das ist wirklich, wir haben so viel Leder schon wieder. So gut. Wo wir eigentlich ja schon so viel verbraten hatten. Immer 40 Wieser für 10 Taschen, ne? Was wollte ich denn jetzt? Ein Bauhammer herstellen. Ich habe unsere Jäger aber auch noch ein bisschen mehr auf Leder eingestellt. Also sie sollen jetzt wirklich richtig, richtig viel Leder und noch ein bisschen weniger Fleisch, weil es quillt. Sonst Fleisch quillt wirklich aus allen Nähten, ne? Und jetzt habe ich nur einen Bauhammer gebaut, aber gar kein Baumaterial mitgenommen. Ah, schlimm. Konzentration bei der Arbeit. So. Knapp, können wir so viel tragen, aber es passt, der Weg ist ja nicht weit. So, wieder hier kommt dann, denke ich, Lubart rein. Der hatte gute Fähigkeiten. Der war jetzt ist nur halt für unsere beiden Dorfbewohnerinnen ein bisschen zu alt. Er ist ja schon 29. Und ich glaube, was von euch als Info reinkam, war mal, dass die nicht weiter als 5 Jahre auseinander sein dürfen. Wir zum Beispiel ja auch nicht, das haben wir ja auch schon gehabt, als wenn wir mit irgendwem flirten hier im Spiel, der vom Alter nicht zu uns passt, dann kommt auch der entsprechende Kommentar. Du, das wird knapp mit den Steinen, Leute. Ne? Oh, das wird knapp mit den Steinen. Nein, nein, nein. Das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Steine sammeln gehen, ne? Ja, es wird nicht reichen. Nicht ganz. Sein, der Tyrann braucht nur... Nee, der braucht ein paar mehr als 3 Steine. Okay. Die 3 Steine finden wir jetzt aber auch noch schnell hier. Einmal hier ein bisschen Richtung, wo Kiefern wachsen. Da hat man eigentlich immer... Ah, gut, hier liegen nur ein paar zum Abbauen dazwischen. Okay, wo wachsen noch ein paar? Hier... Und hier haben wir auch gleich Steine.
Sehr schön, die drei sollen erstmal reichen. Wir wollen das Haus jetzt nur erstmal fertig bekommen. Ja, langsam haben wir ein Dorf. Guck mal hier, wie schön das aussieht. Unser Weizen, wie hoch der jetzt schon gewachsen ist. Richtig gut. Hier neben kommt dann Flachs und Flachs. Und dafür gehen wir jetzt auch gleich los. Sehr schön. Ich hoffe, unsere Steuern steigen jetzt nicht übrigens. Nicht, dass wir jetzt schon mehr bezahlen müssen. Nee, es bleibt bei 1230. Das zählt erst fürs nächste Jahr. Ich wollte sagen, ich hatte jetzt noch ein Gebäude dazu, weil wir zahlen ja Steuern pro Gebäude hier. Baue ich noch ein Gebäude, bevor wir Steuern zahlen? Auf einmal müssen wir noch mehr zahlen. Zum Glück nicht. Bleibt bei 1230. Oh nein! Die hängt schon wieder fest. Wir müssen die Näherei umbauen. Wir müssen unbedingt die Näherei Level 2 bauen. Ich glaube, da hängt sie dann nicht mehr so fest. Hoffe ich jedenfalls. Obwohl der Spinnrad bleibt nämlich das gleiche. Weil so kommen natürlich keine Taschen hinterher. Die müssen schon was machen. Wenn die da so festhängen, dann tut sich nichts. Die müssen schon da irgendwie in ihrer Animation sein, damit was produziert wird, ne? Kannst du ein wenig zur Seite gehen? Vielleicht können wir dich nochmal retten, so wie beim letzten Mal. Da haben wir sie auch da befreien können. Kannst du ein wenig zur Seite, na, rückwärts. Geh da raus. Ja, gerettet, Malvina. Dank uns erneut. Wärst dafür immer und ewig im Spinnrad hängen geblieben. So. Da sieht man, wie viel Fisch, aber der wird auch gut gefuttert. Die essen zuerst den Fisch, die Schweinebacken. Ess das Fleisch, das ist nicht so teuer. Okay, wir essen auch mal ein bisschen was. Futtern die sofort den Fisch auf, ne? Ich glaube, wenn wir später dann hier Suppen kochen und sowas, dann essen die auch zuerst die Suppen, bevor sie das Fleisch oder irgendwas anderes essen. Die essen also immer erst die leckeren, teuren Sachen auf. Würde ich aber auch so machen. Muss man ja so sagen, fairerweise. Von daher. Aber hört auf damit, ihr Dorfbewohner. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen wirklich viel Geld. Wir müssen ja nicht nur das Saatgut kaufen. Es gibt ja auch so viele Baupläne, die wir noch nicht gekauft haben. So, wir lassen unsere Pfeile mal hier an den Bogen auch. Wir kämpfen jetzt nicht auf der Tour. So, wie gesagt, Flachs haben wir noch 25. Das heißt, wir müssen 25 Flachs von Unigost kaufen. Wir müssen 50 Saatgut von Sobimir kaufen. Oh, weh. Und wir müssen. Dann, das reicht erstmal. Und wir müssen halt Lubat anwerben. Als Arbeiter für unseren Grabungsschuppen. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen eine kleine Tasche, ist schon wieder fertig. Okay, eine hat es geschafft. Und wir haben 40 Leder. Das heißt, wir stellen selber nochmal schnell 10 Taschen her. Würde sagen, jetzt haben wir sie befreit. Ist sie, ah, nee, sie ist gut. Zum Glück gerade am Webstuhl. Den können wir an den Tisch. Zaumzeug. Und jetzt bloß die richtige Tasche. Das ist die kleine Tasche. 4 Leder, ein Stock. Das ist die richtige. Aber da werde ich jetzt immer drauf achten, dass ich das einmal komplett falsch versemmelt habe, ne? Da. Richtig versemmeln kann man es auch nicht. Ja, die Weisheiten des Lebens. So, Taschen nähen. Das ist schon sehr entspannend hier. Da müssen wir aufhören. Wie gesagt, wir können nicht alles gleichzeitig leveln. Ich habe jetzt schon mal gegeben auf Handwerker in der Arbeit, dass wir auf jeden Fall unsere Werkzeuge ein bisschen schneller herstellen. Und Koch in der Arbeit. Und dann müssen wir noch Schmied in der Arbeit. Und dann auch noch Näher in der Arbeit. Damit wir hier überall ein bisschen schneller die Sachen herstellen. Sitzt schon wieder fleißig am Spinnrad. Hoffentlich bleibt sie nicht wieder da hängen. Sind die Frühlingstage schon etwas länger jetzt? Das ist gut, dann haben wir noch Zeit. Bevor es nachher wieder zu dunkel wird auch. Also, sobald wir die Taschen jetzt fertig haben, packen wir auf jeden Fall noch viel von unserem Fisch ein. Vielleicht sogar alles, je nachdem, wenn wir es tragen können, nehmen wir ruhig einfach alles mit. Es kommt ja wieder ein neuer rein. Die können wir dann auch nochmal durchbraten. Also nicht jetzt, aber ne, irgendwann dann halt. Und unsere Taverne arbeitet ja auch so, naja, ein bisschen halt. Bisschen was kommt auch da. Bisschen was wird auch von unseren NPCs verbrutzelt. Und wir werden halt auf dem Weg nach Gostovia den Grabungsschuppen schon mal aufstellen, damit das ja schon mal gebaut ist, na klar. Der kostet nicht so viel. Fällen wir da vor Ort. Ah, Taverne Level 2. Jetzt können wir schon Taverne Level 2 und die Näherei Level 2. Okay, die nächsten Level 2 Gebäude warten.
So, gut, wir haben jetzt 11 Taschen zu verkaufen. Sonst noch gar nichts. Das ist okay, aber dafür haben wir auch natürlich noch die Taschen schön frei. So, wir nehmen tatsächlich einfach. Es wiegt ja gar nichts, wir nehmen das alles mit. Die 93 Fisch. Wir nehmen auch ruhig nochmal hier. Ah, es wird schon knapp. Ja, dann. Obwohl doch, wir nehmen auch nochmal hier 60 Fleisch mit. Da sind wir schon ziemlich schwer beladen. Müssen wir erst Sachen verkaufen, bevor wir den Grabungsschuppen auf jeden Fall bauen. Okay, so sieht das gut aus. Auf geht's nach Kostovia. Düb, düb, haben wir unser Messer dabei? Ja, natürlich. Messer haben wir dabei. Wohl so viel Berries können wir unterwegs jetzt auch nicht pflücken. So, das heißt jetzt auf jeden Fall Steuern bezahlen, Saatgut kaufen, Dünger kaufen, Lubat anwerben und Grabungsschuppen bauen. Viel zu tun im Frühling. Dann natürlich zurück ins, also das schaffen wir vielleicht auch alles nicht mehr in dieser Folge. Also zumindest zurück ins Dorf, mal gucken. Ja, ist auch anstrengend. So, 1230 gehen auf jeden Fall weg für die Steuern. Dann 500 gehen weg fürs Flachs. Und 500, also nochmal insgesamt, also nochmal 1000 gehen nochmal weg für das, was wir brauchen, um unser Flachsfeld zu bestellen. Aber egal, das lohnt sich einfach. Ne? Da kommt der Leinenfaden raus. Und wenn wir erstmal die Feldwirtschaft, wenn die richtig läuft, dann haben wir ja, sind wir ja auch reich, wenn es noch so ist, wie es war, durch den Verkauf von Saatgut. Weil wir kriegen ja immer ein bisschen mehr Saatgut raus, als wir dann brauchen, um unser Feld wieder neu zu bestellen. Ne? Sogar deutlich mehr, bin ich der Meinung, kam da immer raus. Sodass man irgendwann so richtig schönen Saatgutüberschuss hat und dann fließen die Münzen so richtig schön. Dann klingelt wieder der Geldbeutel. Weil das Saatgut ist wirklich am besten zu verkaufen, ne? Und es wiegt halt nichts. Man kann halt gleich 300, 400, 500 Stück davon durch die Gegend schleppen. So, hier sind wir. An der Stelle, wo wir immer unseren Grabungsschuppen aufbauen, ne? Ein Stück weiter noch. Oder sind hier schon die ganzen. Ne, hier sieht es schon gut aus. Hier sind doch schon die ganzen Lehmvorkommen. Hier passt der hin. Sehr schön. So. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Stroh. Das haben wir ja auch hier vorne gleich bei Angott, ne? Hier am Ufer. So, welcher war das jetzt? Du. Warum fällst du nicht um? Fall um! Ja, jetzt sind wir natürlich kurz ein bisschen überbeladen. Aber egal, ich will trotzdem erst bauen, bevor wir das alles verkaufen. Weil dann können wir Lubat nämlich auch gleich seinen Arbeitsplatz zuweisen. So, der Grabungsschuppen, wo ist denn der? Nee, bei Ressourcen, ne? Holzschuppen, nee. Mine, Grabungsschuppen Level 1. Ach, 8 Rundhölzer kostet der. Okay, kostet gleich 8. Ich dachte nicht, dass das so teuer ist. Okay. Haben wir denn noch 8 Rundhölzer hier liegen? Nee. Nee, okay, müssen wir noch einen Baum umhauen. Auch nicht so weit weg, damit wir die nicht so weit schleppen müssen. Baumfeld! Jetzt können wir gar nicht mehr laufen. Aber der kann auch genau hier stehen, der Grabungsschuppen. So. Ist ja nur so ein kleines Gebäude. Der kann eigentlich sogar noch ein bisschen weiter hier rein. Hat da Ton überall um sich rum. Direkt vor der Nase. Obwohl so hier passt das schon. So. Hier ist das, da oben sind die ganzen Steine. Gut, gut, gut. Steht ein bisschen blöd irgendwie. Aber egal, für das kleine Gebäude, der bleibt eh nicht ewig hier stehen. Würde ich sagen. Aber jetzt ist erstmal hier. Oh Mann, den baut man aus Rundhölzern. Ich dachte, der ist einfach zusammengezimmert. Da wird der echt nur aus Rundhölzern. Na gut. Hier wächst ja genug drumrum. Kriegen wir auch hin. Ich habe nur Angst, dass es zu dunkel wird. Das ist meine einzige Sorge, weil dann seht ihr nichts mehr. Vernünftig auf YouTube, weil mit der Fackel in der Hand kann man auch nicht so viele Sachen machen.
Dach ist aber aus Stroh, ne? Ja, wollte sagen, nicht, dass jetzt hier auch noch irgendwie plötzlich ein Bretterdach ist. Hallo? Hau da drauf. Dü. Ja, damit alles ein. Und oh Gott. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir sind unterwegs mit dem Baumaterial. Jetzt geht's los. So, dü-dü-düm. Mehr Arbeits- und Grabungsschuppen zu bauen, als ich jetzt so eben gedacht hätte auf dem Weg hierher. Ich dachte wirklich, der besteht aus Flechtwänden. Aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Gehen wir erstmal einmal ums Dach rum jetzt hier. So, jetzt hier drüben noch drei Stück. Der Ahorn reicht. Aber wir sind auch überall von den ganzen Stöcken. Wir sammeln ja lieber die ganzen Stöcke ein. Jetzt fragen wir, warum wir immer noch schon überall die Stöcke einsammeln. Natürlich, deswegen werden wir jetzt nicht deutlich leerer hier, wegen den 59 Stöcken, die wir noch da mit uns rumschleppen. So, wir gehen jetzt rüber. Das ist ja nur ein kurzes Stück. Ach nein, hier liegt noch ein Rundholz. Nehmen wir auch noch mit. So, schnell schräg laufen, dann schaffen wir das auch. Die. Es fehlt jetzt auch nur noch Stroh an dem blöden Ding, ne? Ja. Alles klar. Lauf! Lauf, lauf. Vor allem, wenn wir jetzt Lubart anwerben, dann haben wir da oben Kapitel 8 auch geschafft, ne? Einen Neuankömmling. Erhöht sich wahrscheinlich unser Gebäudelimit nochmal. Echt super. So, Axt mal weg. Wir wollen ja keinen erschrecken. Werden sich sowieso schon wundern, warum wir so komisch schräg reinlaufen. Wer ist denn hier? Ach, guck mal. Lugada ist schon in der Taverne. Ja, super. Hallo, Andi, ja, nie war es das ja hier, ne? Na gut. Zeig mir mal deine Waren. Kauf uns mal hier den ganzen gebratenen Kram ab. Das Fleisch. Den Fisch. Sehr gut. Rundholzstöcke verkaufen wir. Ach, kannst du auch. Hast du noch Geld über? Kannst du auch kaufen. Hier, kauf das. Und die Rundhölzer. Und die Taschen. Zack, hat gepasst. So, 4181. Ich werde jetzt gehen auf Wiedersehen. Das sieht schon ein bisschen besser aus. So, wo ist ein Unigost, der alte Schwerverbrecher? Unigost! Wo bist du? Wo ist er denn? Da hinten, oder? Ich sehe seine Anzeige gar nicht oben. Aber da schleicht er doch. Da ist das. Das bist du. Ich hab dich erkannt. Setz dich. Gute Nachricht. Wir haben unsere Steuern dabei. Hey, bist du gekommen, deine Steuern zu bezahlen? Ja, bitteschön. Das sollte alles abdecken. Herrlich. Dialog beendet. Steuern bezahlt. 1230 Münzen ärmer. Okay, alles klar. Das war das. Jetzt einkaufen. Ach, müssen wir ja auch bei Unigost. Oh nein, der kriegt auch noch mehr Geld von uns. Unigost, wir müssen noch was von dir kaufen. Zeig mir mal deine Waren. Wir brauchen nämlich noch 25 Flachs. 500, wie ich gesagt habe. 25 Flachs kosten 500. So. Die müssen wir auch noch dreschen dann. Flachs-Saatgut gibt es hier nirgendwo. Also jetzt in Gostovia nicht. Dann müssen wir noch zum guten Sobimir.
So wie mir, wir sind zum Einkaufen da. Ah, irgendwann kaufen wir auch Kühe. Ich glaube, als erstes kaufen wir uns aber Schweine tatsächlich. Die sind die ersten Tiere, die wir holen, weil dann haben wir auf jeden Fall auch welche, die Dünger produzieren. Zeig mir mal deine Waren. Wir brauchen 50. Kostet es nochmal 500. So. Naja, immer noch 1900 Münzen. So arm sind wir gar nicht geworden jetzt. Tatsächlich, das hat ganz gut geklappt. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen, mein Freund. So wie mir. Die Sonne geht langsam unter. Abendstimmung, Abenddämmerung. Ich hoffe, Lubat sitzt da noch rum. Lubat, bist du noch da? Da ist er noch. Hat er denn überhaupt einen guten Wert auf Bergbau? Zeig nochmal her. Ein Zweierwert, ne? Und ein Dreier Landwirtschaftswert. Aber Zweierwert auf Bergbau ist erstmal okay. Da wird ja relativ schnell ein Dreierwert draus. Das passt schon für unseren Grabungsschuppen. Hey, hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter haben wir heute. Komm, das muss dir gefallen. Und 77%, wir können ihn anwerben. Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute. Gut, wir sehen uns dort. Tada! Kapitel 2. Die Dynastie entwickelt sich weiter. Finde eine Ehefrau, bekomme einen Erben. Ach, jetzt geht's auch erst richtig los. So, wer ist denn hier potenziell interessiert? Ludwika? Wie sieht das aus? Okay, 45% Zustimmung. Sieht sehr gut aus. Wie geht es dir? Feldarbeit. Machen wir mal so. Oh, das hat funktioniert. Wie ist sie in letzter Zeit ergangen? 65. Wir kommen langsam in den Bereich des Flirtbaren. Schönes Wetter. 75. Nochmal, wie ist letzter Zeit ergangen? Das ging ja eben schon ganz gut. 85. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Fangen wir doch mal an. Du bist genauso schön wie der blaue Himmel heute. Naja, naja, das geht wahrscheinlich da hinten los. Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Du scheust dich nicht, anderen zu sagen, wenn du ihr Verhalten missbilligst. Das könnten wir auch machen. Das hat schon ein paar Mal geklappt. Dieses hier, so von wegen, du bist super ehrlich, das gefällt mir. Das andere ist einfach nur so ein schnulziges Kompliment, das hier jetzt so ein bisschen, ne? Da geht es mir um die Persönlichkeit. Machen wir mal das. Oh, war ich unhöflich? Tut mir nein, so war das nicht gemeint. Aber hat auch ihre Meinung nicht groß gesch... Also es ist trotzdem 85% Zustimmung. Als wenn sie dachte, jetzt wäre uns gegenüber unhöflich gewesen, aber so war das nicht gemeint. Aber vielleicht kann man es auch so verstehen. Keine Ahnung, dieses Spiel ist ja sowieso ein Glücksspiel. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau, doch jetzt nicht mehr. Okay. Ich muss aber drüber nachdenken, was wir gerade versemmelt haben, wie das gemeint war. Okay, wie geht's dir so? 75. Jetzt gehen auf Wiedersehen. Was hat die für Fähigkeiten? Moment. 2, 2, 2, 2. Okay, das ist nicht so interessant. 29. Oh, du passt gut zu Lubat. Hey, hast du irgendwann Zeit? Wie ist letzter Gang? Komm schon. 72. Hast du jetzt gute Fähigkeiten? Das wäre der Wahnsinn. Ja, die haben alle jetzt wieder auf einmal geil. Letztes Mal hatten wir so super Leute hier sitzen, ne? Okay, macht nichts. Lubat ist auf jeden Fall unterwegs. So, mein Freund, du musst ja noch was. Musst ja noch, müssen dir ja noch ein Haus zuweisen. Unser neuestes gebautes kleines. Oh, was war das? Kling, kling. Klong, klong. Hört ihr mich noch? Aber ihr hört, der Ton ist noch an, dann hört ihr mich auch noch. So, Lubat. Bewohner zuweisen, der gute Lubat. Minus 34, war noch kein Haus, hatte sofort schlecht gelaunt. Und dann kriegst du noch einen Arbeitsplatz. Und zwar Grabungsschuppen, Arbeiter. Achso, das müssen wir fertig bauen. Nein, da fehlt ja was. Hier müssen wir das Schilfdach drauf. Okay, alles klar, los geht's. Ihr müsst hier wächst ja genug. Achso, Moment. Messer. Messer geht's besser. Okay, als nächstes müssen wir auch flirten. Wir werden hier weiter dranbleiben. Wenn wir uns einigermaßen clever anstellen, geht das ja sogar relativ schnell dann doch. Wir sind da schon bei fast 100% Zustimmung. Noch ein, zwei gut gesetzte Komplimente, haben wir 100% Zustimmung und dann noch ein bisschen halbwegs vernünftig geflirtet. Dann funktioniert das. Also ein, zwei, einfach, sie muss nur ein, zwei von diesen Komplimenten, die man da zur Auswahl hat, akzeptiert haben, sage ich, nachdem wir 100% Zustimmung haben. Also erstmal muss man noch mal ein bisschen, hey, ich möchte mit dir reden, so. Diese auf 100%, das auf 100% bringen und dann sage ich, ich glaube, das waren höchstens ein, zwei von diesen Komplimenten, die man dann fürs Flirten benutzt. Dass das irgendwie klappen muss. Und dann kann man, glaube ich, oben schon
Weil da stand ja jetzt eben noch 0% Chance, wenn man fragt, ich möchte dich heiraten, so, ich kenne dich ja gar nicht. Das heißt, da müssen wir wenigstens, ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance da sein muss. Oder ob die dann auch, dass da auch 100, das weiß ich gar nicht mehr. Also vielleicht hat sich das auch geändert, es kamen ja viele, viele Updates, wir haben ja länger nicht gespielt, vor der zweiten Staffel. Aber jetzt habe ich wieder die Hoffnung, weil das jetzt gerade schon so gut klappt, dass alle Komplimente durchgekommen sind und wir schon auf 85% gleich sind, dass wir das doch noch früher schaffen als wieder vor der fünften Jahreszeit. Und vor allem, weil es auch gleich unsere Quest ist direkt, ne? Warum trinken wir eigentlich nichts, wenn wir schon mal hier am Wasser sind? So, jetzt wird es schon ziemlich dunkel. Zweite Frühlingstag ist rum, aber wir haben viel, viel geschafft. Ein weiteres Wohnhaus gebaut, gutes Geld verdient, unsere Steuern bezahlt, das Saatgut ist eingekauft. Das muss eigentlich irgendwie noch aufs Feld, das wird zu dunkel dafür, das kriegen wir nicht mehr aufs Feld. Oder ich muss das offscreen in der Nacht machen. Weil da kann man die Fackel nicht in der Hand halten, wenn man hier Saatgut aufs Feld bringt. Und da sieht man wirklich dann überhaupt nichts im Stockfinstern. Da sehe selbst ich nichts. Und ich glaube, da oben fehlt noch der Giebel, ne? Das sieht aber so aus, wenn das frei gewesen wäre vorhin. Ich dachte, da ist gar kein Giebel, ist auch keiner drin, das sieht, ist auch frei, alles klar. Ich dachte schon, oh nein, es fehlt noch irgendwas. Ha! Super! Unser Grabungsschuppen ist fertig. Und jetzt kann da der gute Lubart seinen Arbeitsplatz bekommen. Arbeiter zuweisen. Lubart, du arbeitest da als Bergarbeiter und du sammelst. Kalkstein gibt's hier, genau. Wir lassen Ton erstmal weg. Ich glaube, den Lehmbewurf für Holzwände. Ach, das ist. Ach. Ach. Alles klar. Lehm ist für die Holzwände und mit dem Kalkstein machen wir die Steinwände. Gut, dann lassen wir das so. Salz 20% und geben hier nochmal 10 drauf. Dann lassen wir ihn ruhig mal voll hier sammeln. Steine brauchen wir noch. Wir wollen ja auch die Häuser noch zu Steinhäusern umbauen, die wir jetzt haben nach und nach. Und auf geht's. Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Ich bringe jetzt auch das Saatgut nach Hause. Vielleicht versuche ich das noch so gut es geht, im Halbdunkeln aufs Feld schon mal zu bringen. Und dann können wir in der nächsten Folge, ja, entweder müssen wir selber noch ein bisschen zusammen daran an der Feldwirtschaft arbeiten oder ich schaffe es vielleicht noch wirklich im Halbdunkeln, das aufs Feld zu bekommen. Und dann heißt es weiter Häuser ausbauen und auf jeden Fall ganz, ganz dringend jetzt Hauptziel weiter flirten, denn das ist unsere Hauptquest. Und mal gucken, mit Alvin können wir, glaube ich, auch schon wieder sprechen. Bei Unigos geht es, glaube ich, noch nicht weiter. Lassen wir uns überraschen. Und dann müssen wir mal schauen, wenn das mit der Feldwirtschaft langsam dann anläuft und da wirklich auch das Geld anfängt zu fließen, dass wir dann uns als nächstes Schweinchen holen. Ganz wichtig, damit wir auch Tierchen haben, die uns ordentlich Dünger produzieren. Okay, wie immer, ihr Lieben, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, einen Kommentar hinterher. Darum freue ich mich nochmal riesig, wenn ihr in Zukunft gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte von mir sehen wollt. Dann lasst doch ein Abo da, würde ich mich allermeist drüber freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.